Hey na, was geht? Willkommen zurück hier zu Planet Crafter. Yes, yes, yo. Am Ende der letzten Folge waren wir auf dem kleinen Hügel, da gehen wir gerne jetzt auch noch hin. Ich musste hier ganz kurz rein, weil ich habe das Game offen gelassen und wir sind fast gestorben. So, ist denn die Rakete da? Die Rakete ist da. Ich weiß. Okay, nice, nice, nice. Okay, Vorratsschrank Stufe 2. Ein viel größerer Vorratsschrank. Superlegierung und Leiter. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass wir noch gar nicht rausgefunden haben, wie man so Leiterplatten baut, ne? Okay. Der ist ein bisschen kleiner als so ein Schrank. Wir müssen gerade ein bisschen Platz schaffen, Freunde. Stoff da rein. Biokunst da rein. Pulsarquarz und sowas haben wir jetzt gerade gar nicht. Die Sachen können da rein. Der Dünger Stufe 2. Eine goldene Statue. Die haben wir schon. Der kann da bleiben. Komm, scheiße. Mikrochip. Ich würde halt ganz klassisch anfangen wollen. Und als erstes einen Eisenschrank bauen. Okay. Wow. Holy Macros. Das ist ein größerer Schrank. Ja, ist ungefähr zweimal so groß. Oder sogar noch ein bisschen mehr, ne? Meine Frage ist nur, wie stellt man das her? Wie stellt man Leiterplatten her? Können wir Leiterplatten herstellen? Das macht mir ein bisschen Sorge. Vielleicht können wir Leiterplatten zumindest bestellen. So. Dafür gucken wir einfach jetzt mal hier draußen an der Rakete.
ob man da Leiterplatten bestellen kann. Und wie teuer die sind. Intelligenter Stoff? Macht das ein bisschen Sorge, ne? Ich meine, wir haben noch Leiterplatten, aber wenn man die nicht irgendwie herstellen kann. Wait. Wo ist dieser eine Sonnenkollektor? Moment, was? Ich meine, die Leiterplatten finden wir in den ganzen Wracks. Aber wenn wir keinen... Vielleicht mache ich mir zu viel Sorgen. Ich weiß es nicht. Okay, wir können die tatsächlich ineinander platzieren. Aber das finde ich nicht so geil, um ehrlich zu sein. Das ist einfacher, wenn wir es so rum machen. Ist schon ziemlich geil, Alter. Ich hätte das jetzt alphabetisch ordnen können, ne? Ich habe immer die Befürchtung, dass wenn ich in Games, wo wir ein Lager anlegen, das ist ja auch schon so ein bisschen so ein Meme geworden, aber in Games, wo wir ein Lager anlegen, wenn ich dann noch anfangen würde, das alphabetisch zu ordnen, ich glaube, dann merkt ihr, wie krass ich eine Macke habe. Und das will ich natürlich nicht. Guck mal, hier sind die alle drauf, ne? Cool, oder? Mir damals eine damalige Freundin geschenkt. Gute Freundin. Also nicht Freundin, Freundin. So, wir können aber noch mehr machen. So, das sind 8. Bumm. Ich würde sagen, dann machen wir das hier einmal. Silizium. So, Magnesium ist zu viel.
Kannst sagen, was du willst, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt, Freunde. I love it. Und es ist auch viel, viel mehr Platz. Das heißt, hier kann einer hin. Mit der Ecke, da weiß ich nicht. Zumindest können wir das Iridium da gleich reinmachen. Ich bin aber weiterhin dafür, dass wir die Stäbe und auch die Mineralien quasi in dasselbe Teil reinmachen. Ja, wir müssen dann ein bisschen gucken hier. Also noch einer da in die Ecke passt nicht. Und wir haben genau bündig angefangen. Das ist natürlich für mich, da bin ich schon so ein bisschen in Trigger City gefangen. Platz schaffen. Mir gefällt das. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass das nicht richtig abschließt. Das heißt, wir könnten quasi überall einen Spacer reinmachen, ne? Also einen Schritt weiter. Aber das ist schon ziemlich cool, Freunde. Also ich bin mega gehypt durch die... neuen Schränke. Das ist jetzt ein bisschen doof. Der nächste Schrank würde quasi so.
Jetzt bin ich am Überlegen, wie wir das am besten machen. Oh shit, wisst ihr, was wir machen können? Wir könnten hier noch einen Vierer ranbauen, dann hätten wir ein richtig langes Lager. Bitte sag einfach nichts. Aber auch dann passt es nicht bis da ran, ne? Okay, Freunde, ich will, wir müssen gleich ein bisschen aufräumen. Man muss sich halt auch wohlfühlen, ne? Ich überlege gerade, wenn wir die. Wenn wir die so ineinander glitschen, wie schlimm sieht das. Wie schlimm sieht das tatsächlich aus? Geht eigentlich, oder? Ja, wir sollten vielleicht von hier anfangen, das macht ja viel mehr Sinn. Kobalt. So. Dann kommt hier Titan rein. Ich will natürlich platzeffizient sein und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir das Lager so nach da drüben ausweiten, irgendwie kickt mich das nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie fühlt sich's nicht so cool an. Vor allem müssen wir auch gucken, dass wir die ganzen ganzen Schränke mal gefüllt bekommen. Nur dafür müssen wir im Grunde genommen bloß anfangen, regelmäßig unsere Erzförderer zu lernen.
Aluminium. Aluminium. Iridium. Schwefel. Ist auf jeden Fall schon deutlich besser. Überlegt, dann könnten wir eigentlich auf der anderen Seite. Warte mal, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also, wir könnten auf jeden Fall 8 auf der anderen Seite machen. Wenn wir das hier einfach nicht da hinstellen. Oh, ich habe eine Idee, wie wir das bauen. Muss das jetzt bloß alles hier irgendwie so ein bisschen hin und her räumen? Gerade versuchen, ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Alright. Freunde, ich glaube, so ist es ganz geil. Aber wie gesagt, ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen den Leiterplatten. Ich weiß nicht, wie man Leiterplatten herstellt. Wir können keine Leiterplatten herstellen. Wir können auch keine Leiterplatten handeln. Macht mir ein bisschen Sorge. Ja, also jetzt nicht Sorge, dass ich mir einscheiße oder so. Ich trage ja meine Sorglos-Pampers. Aber... naja, schon so ein bisschen, dass man sich denkt, Weißt du, ich würde mir nicht so eine Gedanken machen, hätten wir quasi einen Bauplan dafür. Aber auch nicht Dings einstellen. Okay, das ist ja fucking fun. Ich könnte direkt neben das Teil hier ein Teil stellen, was Superlegierungs... Lass das mal ausprobieren. Autohersteller, Superlegierungsstab, 2 Osmium. Können wir gar nicht. Aber es quasi so eine Stäbe baut. Bin die ganze Zeit am Überlegen, übrigens 0,8
Sauerstoff die Sekunde. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass wir weniger Sauerstoff verbrauchen. Vielleicht achte ich auch viel zu wenig darauf. Geil ist denn das? Wenn man jetzt noch einstellen könnte, dass wenn ich... Naja, das wäre richtig dumm. Ich habe gerade überlegt, wenn man jetzt noch einstellen könnte, dass sobald ich hier reinlaufe, alle Container aus meinem Inventar alles nehmen, was sie brauchen, dann könnte ich ja niemals irgendwas herstellen. Weil mir die Container alles klauen. Einer zu viel. Ich will gerade Superlegierungen herstellen. Damit wir so einen Stab herstellen können. Für den Autocrafter. Und dann zwei Osmium. Weil im Endeffekt, wenn da alles gut funktioniert, dann funktioniert das ja. Macht Sinn. Ich werde das jetzt auch einmal ein bisschen umbauen. So. Ja, ich denke, das passt so. Dings, Bro. Das ist noch ein Erzextraktor Stufe 1. So ein Low-Bob-Teil. Okay, Autohersteller Nummer 1. Autohersteller Nummer 2. Wait, what? 155 Energie? Das ist ja Wahnsinn, Alter. Wir nehmen auch die Baumrinde. Danke. Kann man... Hier ist Stoff.
Aber ich sehe keine Leiterplatten hier. Wäre auch komisch, wenn man in so einem Biodom einfach Leiterplatten lernt. Das beschäftigt mich die ganze Zeit. Das Gute ist, dass wir so einen Superlegierungsstab hergestellt hatten. Weil dadurch haben wir definitiv genügend um nochmal einen Kernfusionsreaktor herzustellen. Schon haben wir 1590. Wo ist dieses? Ich weiß, wo das eine Stromteil ist. Das ist irgendwo da hinten, bei wo wir unsere Basis gebaut hatten. Unsere Auswärtsbasis, die erste, wo wir auch gebaut hatten, dass man da Nahrung herstellen kann und den ganzen anderen Scheiß. Ist ein Mülleimer. Ist jetzt nicht perfekt, ne? Also es soll jetzt auch gar nicht perfekt sein. Ich guck bloß, dass wir das ein bisschen so umräumen. Dann können wir nämlich die Schränke auf der Seite genauso hier anfangen. Das Teil werde ich wahrscheinlich in die Mitte setzen. Und dann hier auf der Seite. Ja, wir werden uns da was überlegen. Das wird ganz cool, denke ich. Auf jeden Fall, die neuen Schränke sind absolut top, Alter. Das Einzige, wie gesagt, was mir momentan noch Kopfzerbrechen bereitet, ist, wo bekommen wir genügend Leiter her? Ja? Und damit will ich nicht sagen, dass wir momentan zu wenig Leiter haben, sondern ihr wisst, wie ich bin. Ich denke an die Zukunft von uns. Ja, und ich denke einfach, wir sollten so lange noch nicht beruhigt in die Zukunft gucken, wie wir nicht sichergestellt haben, dass wir einen steten Vorrat, wann immer wir es brauchen, an Leitern herstellen können.
Wir haben auch den Nahrungszüchter 2 freigeschalten, ne? Habt ihr gesehen? Superlegierung Dünger. Können wir ja mal einen bauen. Und dann gucken, ob meine Theorie stimmt, dass es dabei die Chance besteht, dass man den Samen nicht zurückbekommt. Nee, Wahrscheinlichkeit, Samen zurückzubekommen, 100%. Warum steht das dann da? Und kostet fast doppelt so viel Energie. Oh, naja. Okay. Bohne. Das heißt, da können wir dann auch demnächst einmal umrüsten. Aber am geilsten finde ich wirklich die Schränke. Und ich glaube, die Schreddermaschine, die lassen wir auch hier. Das ist eigentlich ein geiler Punkt. Das hier zieht auf jeden Fall um. Schon schlimmer gesehen. Okay, weil dann können wir nämlich auch ich wollte gerade sagen, in Magnetar da ist Sonnendings drin. Was ein kranker Wahnsinn, oder? Aber das ist geil, Mann. Ich freue mich darüber richtig. Es würde mich aber auch extrem freuen. Osmiumstab, Kernfusionszelle, Drohnenstation, Exoskelett. Leiterplatten. Okay. Dann müssen wir aber den Terraforming-Index. Der muss ganz schön hoch noch. Auf 160, Alter. Wir sind bei 20. Ja, ist jetzt die Frage, was wollen wir machen? Wollen wir mehr Raketen in die Luft schießen? Es sieht halt so aus, als wäre absoluter Stillstand. Das ist aber, weil die Zahlen halt so klein sind mittlerweile, ne? Weil die Zahlen, die Einheiten so groß sind. Ne? Wenn ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, das ist super schnell. Aber wenn ich zähle von 0, also nur anzeigen lasse 0,00 Millionen, da kann ich erstmal Ewigkeiten zählen, bis dann da 0,01 steht. Das ist gerade das Problem. Was nicht heißt, dass wir natürlich ordentlich nachbessern müssen, was die ganzen Teile angeht.
Und es wird eigentlich auch Zeit, dass wir unsere Basis anfangen hier zu bauen. Aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich das mit euch zusammen machen werde. Weil ich glaube, das wird halt richtig kacke. Ihr habt es ja jetzt gesehen, wenn wir einfach nur ein paar Schränke umziehen. Wie lange das schon dauert. Okay, ey. Das soll es aber für heute gewesen sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Wenn ja, hinterlass mir gern einen Daumen nach oben. Kannst du hier direkt unter mir machen. Und einen netten Kommentar. Dir noch einen schönen Tag. Haust rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.